Hallo, ich bin der Toddy und ich bin hier mit einem neuen Video aus meiner Interface-Reihe. Diesmal soll es um das Addon Blood Shield Tracker gehen. Das ist ein Todesritter-Addon hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob man das für andere Klassen auch benutzen kann großartig, aber es ist hauptsächlich dafür da, um eben das Blutschild für den DK vernünftig anzuzeigen oder auch das Knochenschild. Man sieht das hier auch. Power Word Shield geht auch, also man kann es wohl auch für andere Klassen noch benutzen, aber hauptsächlich ist es für DKs gedacht, würde ich mal so sagen. Anti-Magic Shell geht auch. Ich benutze es hauptsächlich für den Blutschild-Balken. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier volle Leben habe, dann geht das alles, was ich mich heile, quasi in mein Blutschild über und da habe ich hier unten diese Leiste, die zeigt mir an, wie viel Leben ich noch oben drauf habe und wie lange das noch hält. Und das ist ganz praktisch, wenn man das ein bisschen timen will, wie man sein Blutschild aufrechterhält, dass man sagt, okay, jetzt ungefähr jetzt will ich das nochmal erhöhen, dass die Zeit zumindest dann weiter tickt, dass man das immer am Laufen hat und so. So hat man dann eine gute Übersicht eben über sein Blutschild. Man kann das auch fürs Knochenschild und so weiter machen. Ich benutze das dafür nicht. Also wirklich, ich benutze es wirklich nur fürs Blutschild, aber man kann da noch wesentlich mehr mit dem Ganzen veranstalten. Wie gesagt, Skinning, also man kann das auch so ein bisschen anpassen, wie es aussehen soll. Ihr seht hier relativ viele Einstellmöglichkeiten, die Farbe und die Größe und hier und da und dort. Kann sich alles ein bisschen personalisieren. Ist gerade für DKs ganz praktisch. Ich weiß es nicht, wenn ich es jetzt zum Beispiel als Paladin benutze, ob dann einfach hier andere Sachen auftauchen. Aber ich denke mal, da das Ding Blood Shield Tracker heißt, ist es hauptsächlich auch für DKs gedacht. Falls ihr DK seid und das Ganze noch nicht kennt, ist das vielleicht was ganz Interessantes für euch. Dann guckt das doch mal an und schaut mal rein. Falls ihr da irgendwie noch ein Addon sucht, was euch euer Blutschild vernünftig anzeigt, wie lange das noch hält und so weiter und so fort. Ich find's ganz cool. Wie immer könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.